In dieser Folge von J und dem Angeln. So einfach kann Method Feedern sein. Genau, hier habt ihr den Tail Rubber, der kommt direkt hier drüber. Die Futtermenge bestimmen, zum Schauen, dass sich mein Vorfach beim Wurf nicht trennt. Wie man die simpelste Feeder bzw. Method Feeder Montage aufbaut, habe ich euch auch gezeigt. Wenn ihr eine geile Idee habt für irgendeine Videoidee, für irgendein Tutorial, schreibt es in die Kommentare. Das war ein Hecht auf Mais. Dranbleiben, es lohnt sich. So einfach kann Feedern sein. Oder beziehungsweise so einfach kann Method Feedern sein. Atta und ich waren die letzte Zeit relativ oft mit der Feederroute unterwegs, hatten allroundmäßig auch noch eine Posenroute draußen, aber schlussendlich lief es auf die Method Feeder Montage einfach unglaublich gut. Und was soll ich sagen, wir haben richtig schöne und gute Fische gefangen. Viele von euch wollten einfach noch mal ein Video haben, indem wir ein bisschen auf die Basics eingehen, dass wir einfach noch mal ein bisschen erklären, ey, wie baue ich denn mit den einfachsten Mitteln eine Method Feeder Montage auf, was brauche ich tatsächlich wirklich, und dass wir das einfach noch mal aufgreifen können, machen wir jetzt dieses Video. Heute wollen wir natürlich auch wieder einen Fisch fangen, aber euch natürlich auch erzählen, was ihr alles braucht, um Method Feedern ganz, ganz einfach zu betreiben. Und das machen wir jetzt in diesem Video. Bei Method Feeder Angeln braucht man wirklich nicht viel. Es ist relativ simpel. Das Wichtigste, was man halt wirklich braucht, ist diesen Method Feeder Korb. Das ist ganz einfach ein Gittersystem. Man sieht es jetzt hier so ein bisschen. Unten ist eine längliche bzw. eine plattenförmige Bleiplatte, um einfach Gewicht zu haben, um auf Distanz zu kommen und auch um den Selbsthalteffekt zu gewährleisten. Da gibt es verschiedene Ausführungen. Ich habe jetzt hier mal zwei verschiedene. Bei dem einen sieht es so aus wie ein Gitter, bei dem anderen sieht es ein bisschen anders aus. Das Wichtige ist, dass das ein bisschen Struktur hat, um nachher euer Futter nachher zu halten, damit ihr eben rauswerfen könnt und das Futter nicht rausfällt, bevor das System am Grund liegt. Wichtig ist es, diese ganzen Futterkörbe haben das Blei immer auf einer Seite, eben hier unten und hier unten. Hier ist es quasi wirklich nur das Bleisystem. Hier ist noch ein bisschen Kunststoffummantelung drumherum, aber da müsst ihr einfach schauen, was ihr euch kaufen wollt und was euer Angelhändler oder euer Onlineshop eben Angebot hat. Das Blei ist wie gesagt auf der Unterseite gegenüber vom Futter, damit der Futterkorb immer von oben nach unten absinkt. Das Blei ist automatisch schwerer, hier oben haben wir dann das Futter und auch unseren Köder. Mit diesen Futterkörben gibt es da so spezielle, ja, ich sag jetzt mal Formen, um nachher das Futter perfekt auf euren Futterkorb zu pressen. Hier macht man Futter rein, beziehungsweise erst den Hakenköder, dann Futter und anschließend drückt man hier euren Futterkorb drauf, presst es richtig schön zusammen, dass ein kompaktes System entsteht und dann könnt ihr das richtig gut rauswerfen. Hier ist noch ein Klicker dran, um das Futter rauszugeben, aber es gibt auch einfache Lösungen, einfach nur mit dem Silikon. Spiegelt sich natürlich auch im Preis nachher wieder. Dann brauchen wir natürlich noch den Wirbel. Hier ist jetzt ein recht einfaches Teil, einfach ein ganz normaler Wirbel vom Posenangeln. Kann natürlich da aber auch die High-End-Karpfenwirbel nehmen oder einfach einen speziellen Feederwirbel. Aber wir wollen es natürlich einfach halten, deswegen ein Wirbel, den wirklich jeder zu Hause hat, jeder in seinem Angelkopf hat. Damit kann jeder was anfangen. Dann wirklich ganz, ganz simpel. Wir nutzen hier die klassischen Karpfenvorfächer bzw. natürlich einen Haken, der auf euren Zielfisch abgestimmt ist. Wir haben jetzt die letzte Zeit wirklich gut Karpfen gefangen beim Feedern. Schaut gerne mal die anderen Videos an. Da seht ihr auch richtig geile Live-Bisse, wie die Rute rumschnalzt und teilweise auch wirklich gegen den Banksy rattert. Normale Karpfenvorfächer oder tatsächlich eben die klassischen Karpfenvorfächer, wie beim Karpfenangeln natürlich auch. Geht alles. Wichtig ist es auf jeden Fall, dass ihr ein kurzes Vorfach nehmt. Warum kurzes Vorfach? Wir müssen schauen, dass der Köder direkt hier oben auf dem Futter liegt. Hier hinten wird eben der Wirbel festgemacht, das zeigen wir euch nachher. Und dann haben wir hier von hier nach hier das Vorfach. Heißt, ihr braucht maximal 10, 15 cm Vorfach und keine, ich sag jetzt mal, 50 cm, wie sie aus der Verpackung kommen. Oder 20 cm, wie sie die klassischen Karpfenvorfächer haben. Sondern wirklich ein kleines, kurzes System, um einfach schnellen Selbsthalteffekt zu haben durch das Gewicht vom Futterkorb und einfach nicht zu viel Schnur rumflattern zu haben, damit eben das einfach gut funktioniert. So, mehr braucht man wirklich nicht, um eine Feedermontage aufzubauen. Und wie wir die Step für Step aufbauen, schauen wir uns jetzt an. So, dann bauen wir jetzt mal unsere Feedermontage auf.
Also ganz normal, ihr braucht halt eine Fiederrute. Das Besondere an der Fiederrute ist einfach, dass ihr eine sehr sensible Spitze habt. Heißt, die biegt sich, wenn ihr die Schnur zum Futterkorb spannt ein bisschen und gewährleistet so eine wirklich feine Bisserkennung, weil einfach die Rutenspitze so vibrieren kann. Und dann kann man eben den Biss feststellen, weil man halt nicht klassisch mit Schwimmer angelt und halt auch nicht mit Bissanzeiger, sondern man muss sich da wirklich auf die Rutenspitze verlassen und es funktioniert eigentlich wirklich gut. Deswegen sind die meisten Fiederruten noch oben noch ein bisschen gefärbt und dann kann man einfach tatsächlich den Biss recht gut erkennen, weil diese sensible Spitze dann ein bisschen anfängt zu zittern, zu wackeln oder beim Karpfen schnallt sie einfach rum und ja, dann weiß man eben, dass man einen Fisch dran hat. Ihr nehmt einfach die Schnur von eurer Fiederrute, ich habe sie jetzt mal hier, ich fische da meistens eine 26er Schnur oder mal eine 35er, je nachdem mit welcher Fiederrute ich fische, um einfach dann auch beim Karpfen genug Rückhalt zu haben. Gut, einwandfrei, dann schnappen wir uns jetzt den Futterkorb und schauen uns an, wie das Ganze funktioniert. Ihr habt jetzt hier bei dem Futterkorb so einen kleinen Tailrubber, heißt beim Karpfenangeln. Ich halte es mal in die Kamera, vielleicht stellt sie scharf. Genau, hier habt ihr den Tailrubber, der kommt direkt hier drüber und dann zeige ich euch gleich, wie es funktioniert. Auf jeden Fall muss hier erstmal die Schnur durch. Ganz genau. Also wie gesagt, hier muss die Schnur durch den Tailrubber. Der gleitet jetzt hier schön auf der Schnur und anschließend fädelt ihr die Schnur einmal durch den gesamten Futterkorb, hier eben durch diese Führung, sodass ihr auf der anderen Seite wieder rauskommt. Dann könnt ihr den Tailrubber wieder drüber stülpen und zack, ist alles fixiert und der Futterkorb kann hier eben auf der Hauptschnur laufen. Das andere System sieht sehr ähnlich aus. Wie gesagt, da müsst ihr einfach schauen, welchen Futterkorb ihr benutzen möchtet und dann passt es, aber vom Prinzip her läuft alles gleich ab. Gut, dann kommt jetzt der klassische Grinnerknoten an den Wirbel. Denkt, den sollten alle kennen, falls nicht, machen wir gerne mal ein Tutorial, schreibt es einfach in die Kommentare, wir lesen jeden Kommentar, antworten auf jeden Kommentar und wir sind euch dankbar, wenn ihr uns einfach ein paar Tipps und Hinweise gibt, was ihr alles braucht. Der Wirbel ist jetzt befestigt und jetzt können wir den Wirbel hier hinten reinstecken und jetzt haben wir hier hinten den Wirbel drin hängen und es ist tatsächlich wie so eine Art Selbsttagclip. Also wir können das Vorfach hier einhängen und wenn der Fisch beißt, dann kann er sich hier haken und wenn er dann nochmal einen richtigen Kopfschlag gibt, zieht er ihn raus und kann dann eben Schnur nehmen und dann rattert auf jeden Fall die Spitze los und dann passt es wunderbar. Je nach Zielfisch nutzen wir natürlich andere Haken. Hier jetzt einfach einen 0815 Haken, den ihr wirklich in jedem Angelladen bekommt oder tatsächlich auch in einem Supermarkt, wenn es gerade wieder die Angebote gibt. Einfach ein bisschen auf die Zielfische abstimmen und vielleicht nicht bei den kleinen Teilen sparen. Nicht, dass euch dann, wenn ihr doch mal einen guten Fisch drauf kriegt, die Schnur reißt oder das Vorfach reißt oder ein Knoten aufgeht. Jetzt noch ein wirklich, wirklich guter Trick. Und zwar, wenn ihr hier das Vorfach rausholt, steckt die zwei Finger durch, spannt es dann so dazwischen einfach ein bisschen. Und in den meisten Fällen könnt ihr dann hier, wenn ihr mit dem Haken rumgeht, das Vorfach knotenfrei tatsächlich einfach abwickeln. Wie gesagt, 50 cm sind deutlich zu viel. Wir kürzen das System jetzt hier einfach mal ab. Hier vorne eben mit dem Haken wird es gekürzt. Die Reste nicht wegwerfen, sondern wieder mitnehmen. Alles, was ein Angler mitnimmt, nimmt er wieder mit nach Hause, wenn nicht sogar noch mehr. Anschließend machen wir eine Schlaufe drauf. Da mache ich meistens auch einen 8er-Knoten. Einfach, damit wir hier keinen Tragkraftverlust haben und gut fischen können. Jetzt wird das Vorfach hier einhängen. In unseren klassischen 0815 Wirbel und zack, ist die einfachste Fiedermontage aufgebaut, die ihr euch vorstellen könnt. Wir haben jetzt wirklich nur den Futterkorb auf die Hauptschnur gefädelt, den Wirbel angeknotet und ein gekürztes Vorfach eben tatsächlich noch dran gebunden. Jetzt füllen wir den Korb mal und dann zeige ich euch, worauf es da ankommt. Hier drin liegen noch die Futterkörbe von Atahan. Ihr seht sie, das gleiche System, anderer Hersteller, sieht trotzdem gleich aus. Wichtig ist, das Futter, das muss ein bisschen nass sein, aber nicht zu fest nass. Wir wollen nicht, dass wenn es auf die Wasserfläche aufprasselt, dass es dann zerfällt. Wir wollen, dass der Futterkorb wirklich mit Futter bis zum Grund sinkt. Man sieht es jetzt hier, ich drücke es mal ein bisschen zusammen. Und es hebt recht gut, das ist wie so ein Teig, das nimmt die Form direkt an. Und das drücken wir jetzt eben mal auf unseren Futterkorb.
ganz einfach jetzt hier drauf gedrückt. Man braucht diese Schablone bzw. dieses Gegenstück nicht. Man kann es so einfach hier drum kneten. Funktioniert wunderbar. Kann so nur recht schlecht die Futtermenge bestimmen. Da sieht es immer anders aus jedes Mal, aber vom Prinzip her funktioniert das Ganze ganz gut. Ich fische das Ganze gern wirklich mit Dosenmais, einfach weil Dosenmais ein super Allround-Köder ist. Dosenmais funktioniert doch am besten. Ihr könnt natürlich auch Hartmais nehmen, kleine Boilies nehmen, kleine Pop-Ups nehmen. Made, Wurm kann man natürlich auch machen, aber ich bin wirklich ein Fan davon, von dem visuell attraktiven Dosenmaiskorn. Dosenmaiskorn, ich habe es gerade gesagt, ich fische da wirklich gerne einfach nur ein einzelnes Körnchen. Hier einmal aufgefädelt, so dass der Widerhaken rausschaut. Dann hier reingedrückt und zack, wäre die Montage fast fertig. Was ich jetzt noch gern mache, ich schnappe mir noch mal so ein bisschen Futter, ein bisschen Teig, fixiere jetzt noch mal hier meinen Haken auf der Futtermasse, vielleicht noch ein bisschen das Vorfach, um einfach zum Schauen, dass sich mein Vorfach beim Wurf nicht trennt vom Futterkorb und dass das Maiskorn schön drauf sitzen bleibt. Und dann passt es einfach wunderbar und ich habe einen super zuverlässigen Köder. Das Ganze können wir natürlich hier auch mit dieser Form machen. Ich zeige es euch jetzt einfach mal. Wir packen hier unser Maiskörnchen rein, beziehungsweise unseren Köder, für den wir uns entschieden haben. Man muss natürlich ein bisschen auf die Ausrichtung schauen. Also hier hinten kommt auf jeden Fall mal der Köder raus. Der liegt jetzt hier drin. Jetzt schnappe ich mir das gleiche Futter wie gerade eben schon. Fülle einfach mal so ein bisschen was rein. Klar, wir haben jetzt hier ein bisschen Futter drumherum. Das gehört jetzt dazu. Und jetzt drücken wir hier den Futterkorb rein. So, das überschüssige Futter können wir abklopfen. Und jetzt da hinten über diesen Push-Button können wir es ein bisschen lösen. Aber im Normalfall kann man es auch über den Futterkorb rausziehen. Und tada, haben wir hier auch eine super perfekte Bombe, um sie rauszupfeffern. Ist vielleicht besser, wenn man auf Distanz angelt, um dann einfach wirklich immer zuverlässig gleiche Gewichte zu haben. Immer gleich viel Futter, dass man auch nicht zu viel Futter hat, nicht zu wenig Futter hat, dass es einfach funktioniert. Und hier ist jetzt halt mein Maiskorn wirklich versenkt im Futter und dann passt es auch richtig, richtig gut. Was man braucht zum Fiedern, habe ich euch gezeigt, wie man die simpelste Fieder- bzw. Madhouse-Fiedermontage aufbaut, habe ich euch auch gezeigt. Die Rute ist jetzt draußen, ich drücke die Daumen bzw. kreuze die Finger und hoffe auf noch einen guten Fisch, um das Video ein bisschen rund zu kriegen. Das Schöne ist, man weiß beim Fiedern einfach nicht, was beißt. Das ist so eine richtig tolle Allround-Angelei. Würde ich behaupten, beim Angeln mit Mais kann ein Rotauge beißen, eine Rotfeder beißen, eine Schleie beißen, eine Karausche, ein Giebel, ein Karpfen und was nicht noch alles. Also Brasse kann auch noch beißen, genau. Nicht, dass ich hier unseren Lieblingsfisch unter den Karpfenanglern vergesse. Also es ist einfach richtig, richtig toll. Und so am Mittag mal rauszusitzen nach der Arbeit, ein bisschen die Seele baumeln zu lassen und mit der Method Feeder Montage auf irgendeinen Fisch zu angeln, macht einfach richtig Laune. Und ich glaube, dieses Pose beobachten bzw. Rutschspitze beobachten ist vergleichbar mit dem Pose beobachten und man ist da einfach ständig ein bisschen unter Anspannung, weil man sich nicht wie beim klassischen Karpfenangeln bzw. modernen Karpfenangeln auf den Bissanzeiger verlassen kann. Deswegen bleibe ich jetzt mit geschärftem Blick auf der Rutenspitze fokussiert, lege die Kamera mal beiseite und hoffe, dass wir jetzt noch eine krumme Rute drauf kriegen und natürlich auch noch einen schönen Abschlussfisch. Auf der Fiederroute mit dem schönen Futterkorb auf dem 16er Haken eine schöne Rotauge. Nein. Leute, das gibt's nicht. Der hat sich gerade ein Hecht meinem Mais reingepfiffen. Ja, krass. Der ist schon mal ausgestiegen. Lustig. Jetzt wollte man eigentlich das Feeder, Method Feeder Video drehen. Habe aber klar noch parallel eine Posenroute draußen. Habe jetzt nur eine Feederroute dabei. Besitze auch nur eine derzeit. Und jetzt zieht es
ziehe ein Hecht hier mal im Mais rein. Krass. Was geht mit den Hechten zurzeit? Also, ihr habt es in den anderen Videos hoffentlich verfolgt, was da so abgegangen ist. Also der See dreht komplett am Kabel. Das war ein Hecht auf Mais. Wie allzu oft, wenn man sich vornimmt, ein Video mit Fisch zu machen, klappt es natürlich nicht. Aber mir war es auch auf jeden Fall wichtig, heute mal ein bisschen die Basics zu erklären. Einfach, dass ihr mitkriegt, was brauche ich für eine Method-Feeder-Montage, wie baue ich sie auf, wie kann ich Futter reinfüllen und was für Köder gibt es so ganz, ganz grob. Und ich denke, das haben wir geschafft, in dem Video euch zu zeigen. Wenn ihr ein Video mit Fisch sehen wollt, dann klickt einfach 2, 3 Videos zurück. Da haben wir genug geile Live-Bisse, wo die Rute rumscheppert, in den Banksy knallt und einfach, wie gesagt, ein bisschen Action, ein bisschen Fisch. Deswegen möchte ich mich an der Stelle schon mal verabschieden. Die Routen liegen zwar noch ganz kurz, aber wir werden jetzt recht schnell zusammenbauen, weil die Sonne schon wieder hinterm Berg verschwindet und es gleich ratzfatz dunkel wird und kalt wird. Ihr seht, ich habe schon den Pulli an, den Hoodie. Und wie gesagt, bevor wir einfrieren bzw. es ganz dunkel ist, bauen wir ab. Wünschen euch Petri Heil, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, folgt uns auf Instagram. Und bleibt dran, denn es folgt demnächst schon bald das nächste Video. Wenn ihr eine geile Idee habt, für irgendeine Videoidee, für irgendein Tutorial, schreibt es in die Kommentare. Wir sind wirklich dankbar über eure Kommentare, antworten auf alle Kommentare. Und deswegen sind wir jetzt raus. Petri Heil, macht's gut. Ciao.